Nach einem für alle äußerst enttäuschenden Heimauftritt gegen Herrenberg und einer deutlichen Leistungssteigerung beim Sieg in Trier steht nun das nächste Heimspiel für die Rentschützlinge an. Mit dem TuS Lindford kommt ein direkter Tabellennachbar in die Sporthalle Neuplanitz. Nach einem langen Wochenende mit weiten Fahrten ist nun eine schwer zu organisierende Trainingswoche in vollem Gange. So gestattete Trainer Norman Rentsch seinen Spielerinnen am Montag eine aktive Regeneration, bevor es am Dienstag die erste konkrete Handballeinheit gab. Sowohl heute als auch zum Abschlusstraining stehen dann gegnerspezifische Einheiten auf dem Programm. Hinzu kam im Trierspiel ein etwas dezimierter Kader, was Trainer Rentsch jedoch als Chance sah. So gab es zwar spielerisch noch einige Defizite, dafür stand jedoch eine geschlossene Mannschaft auf der Platte, die den nötigen Biss hatte, das Herrenberg-Spiel so schnell wie möglich vergessen zu machen. Nicht zuletzt deshalb denkt er, dass seine Spielerinnen mit dem Druck der kommenden Aufgaben umzugehen wissen. Ja, ich glaube, die Mannschaft befindet sich ja schon seit Längerem in der Situation. Für mich jetzt ab dem Jahr 2019. Ich glaube, dass es halt eine gewisse Brisanz mit sich bringt. Aber ich glaube halt auch diese Nervosität oder halt auch diese Anspannung ist gut für uns, tut der Mannschaft gut, weil sie sich somit halt sehr, sehr gut halt auf dieses Spiel halt vorbereiten können. Wir wissen, um was es geht. Wir sind Tabellennachbarn. Wir müssen sie schlagen, um uns weiter halt auch in dieses oder aus dieser gefährlichen Region dann halt auch irgendwie abzugrenzen und vielleicht dann halt in das Mittelfeld reinzurutschen. Wenn uns das gelingt, dann haben wir, glaube ich, halt einen ganz, ganz wichtigen Schritt dann halt auch für uns als Mannschaft in einer reinen Entwicklung dann halt gemacht. Es wurde viel gearbeitet und die Mannschaft hat es auswärts bereits bewiesen, weshalb der Trainer voller Zuversicht ist, mit seinem Team den Bock auch zu Hause endlich umstoßen zu können. Ich glaube, dass wir eine intelligente Mannschaft haben, ne, die halt auch daraus gelernt hat, was halt falsch gemacht hat. Und da haben wir halt uns in den Heimspielen bestimmt nicht so präsentiert, wie wir uns das gerne vorstellen. Haben es aber dreimal auswärts gezeigt im Jahr 2019. Und wenn man die Gründe dafür halt auch sucht, ne, wie geschlossen wir da halt auch aufgetreten sind und wie viel Power und Emotionen wir da in dieses Spiel halt reingelegt haben, dann bin ich davon überzeugt, dass wir diese ja, guten Entscheidungen dann halt auch mit in dieses Spiel nach Lindford halt oder mit nach Planitz nehmen werden. Und dann werden wir halt auch dieses Spiel halt gewinnen. Die heutige Pressekonferenz fand im Übrigen in der Geschäftsstelle der Sparkasse Zwickau statt. Sparkassenvorstandsmitglied Rudolf Fischer, der schon seit 1996 Mitglied beim BSV ist und der sich freut, die Handballerinnen weiterhin unterstützen zu können, hat eine spezielle Beziehung zum Verein. Ja gut, der BSV, einer der wenigen Vereine, also unsere Mädchen seit 1991 in der zweiten Bundesliga. Das zeigt Kontinuität, Spielfreude, Ehrgeiz und das sind ja auch die Attribute, die wir für unser Haus haben. Also wir wollen in der oberen Klasse mitspielen, da identifizieren wir uns auch mit dem BSV und da werden wir auch die nächsten Jahre weiterhin ein verlässlicher Partner für den Verein sein. Auch für die erfahrene Jenny Czojnowski war das Herrenberg-Spiel durchaus eine Niederlage, nach der man nicht einfach zur Tagesordnung übergeht. Das Lächeln war in der Folgewoche erst einmal verboten, das Training war hart, die Stimmung konzentriert. Und so kam dann eine Trotzreaktion und ein Spiel, das mit viel Emotion in Trier gewonnen wurde. Und nicht nur Trainer Rentsch, auch die 29-jährige Außen möchte diese Leistungssteigerung der Mannschaft gegen Lindford weiter fortführen. Innerhalb der Kabine ist man zumindest wieder positiv gestimmt und voller Tatendrang. Momentan ist die Stimmung gut. Natürlich nach dem gewonnenen Spiel, nach den geholten 2 Punkten in Trier, haben wir uns da irgendwo akklimatisiert, sage ich mal, nach letzter Woche, wo es dann doch schon ein bisschen die Köpfe nach unten gegangen sind, weil wir so enttäuscht waren vom Herrenberg-Spiel zu Hause. Jetzt aktuell bereiten wir uns auf das Spiel in Lindford vor oder gegen Lindford vor und ja, sind gut drauf. Um den nächsten Sieg einfahren und den Heimbock endlich wieder umstoßen zu können, möchte sie die Halle hinter sich bringen. Hallo Handballfans! Am Samstag um 17 Uhr in der Sporthalle Neuplanitz treffen wir auf Lindford und wir wollen die nächsten Punkte holen. Also kommt uns bitte alle zahlreich unterstützen, wir würden uns freuen. Bis dahin.